Du bist verwirrt durch all die neuen Spiele, die versuchen ein neues Paragon zu sein, möchtest mehr Details zu den neuen Spielen erlangen oder weißt überhaupt nicht, was mit Paragon gerade abgeht und was dieses neue Ding fort ist? In diesem Video erfährst du alles, was du wissen musst. Bleib dran! Hey Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin der Chris und ihr seht Sharks. Heute habe ich gute Neuigkeiten für dich, wenn du mehr zu den neuen Paragon-Ablegern erfahren möchtest, das du vorher noch nicht wusstest, oder wenn du einfach nur einen kurzen Überblick über all diese erhalten willst und was gerade so abgeht mit Fort, Predecessor und allem, wovon du vielleicht neulich etwas gehört haben könntest oder nicht mitbekommen hast. Wenn du glaubst, schon recht gut im Bilde zu sein, wird dir dieses Video nochmal alles übersichtlich zusammenfassen. Eine großartige Community hat sich bereits um die neuen Paragon 2 Entwicklungen gebildet, doch viele Leute scheinen noch immer etwas verwirrt über all die verschiedenen Studios und Spiele zu sein und ich finde immer wieder die gleichen Kommentare unter Videos, Facebook-Kommentaren, Twitter und so weiter. Deshalb habe ich mich entschieden, eine Videoserie zu machen, in der ich alles behandle, was du zu den neuen Paragon-Nachfolgern wissen musst. Ich werde diese Serie auf Deutsch und auf Englisch produzieren, dieses Video findest du auch bereits auf Englisch, da es auch Teil der Serie ist. Dafür habe ich zwei separate Playlists erstellt, einmal Paragon 2 Deutsch und einmal Paragon 2 Englisch. In dieser Videoserie lernst du alles Wichtige darüber, was überhaupt abgeht für die Neueinsteiger, Informationen zu allen verschiedenen Paragon-ähnlichen Spielen, also Fold, Predecessor, Core, Overprime und Ethereal, sowie spezifischere Videos zu den meistgestellten Fragen, wie zum Beispiel, wann eins der Spiele auf die PS4 kommt. Dazu habe ich bereits zwei Videos hochgeladen, eins auf Deutsch und eins auf Englisch, welche ich auch in die Playlist gepackt habe. Ein Video zu Core habe ich auch bereits gemacht, welches ich aber für diese Serie nochmal update. Das soll es fürs Intro gewesen sein, also lasst uns diese Serie starten mit der ersten Episode für alle Newcomer, was eigentlich mit Paragon abläuft. Die meisten von euch sollten wissen, dass Paragon am 26. April 2018 eingestampft wurde. Epic Games, die Spielefirma hinter Paragon, hat sich entschieden, nicht länger an ihrem Spiel zu arbeiten, da sie sich auf Fortnite konzentrieren wollten und weil Paragon ihnen keinen Erfolg brachte. Also stellten sie die Server für das Spiel ab. With heavy hearts, we've decided to close down Paragon. Um ihre Fans aber etwas aufzumuntern, veröffentlichte Epic Games fast alle Paragon Assets kostenlos. Die Assets sind aus was das Spiel bestand, also Charaktermodelle, Animationen, Umgebungsmodelle und Texturen. Diese sind insgesamt etwa 17 Millionen Dollar wert und konnten nun von jedem, der möchte, mit der Unreal Engine 4 benutzt werden, um nur ein bisschen rumzueiern oder ein neues Spiel zu entwickeln. Und das ist der Punkt, wo wir heute sind. Ein knappes Jahr später haben bereits mehrere kleine Entwicklerteams sich gefunden und versuchen ein Paragon-ähnliches Spiel zu entwickeln. Seitdem sind einige schon etwas in Vergessenheit geraten, während andere neu dazugestoßen sind. Einer der ersten Versuche, ein Paragon-ähnliches Spiel zu entwickeln, war Project Phoenix Rising von Visionary Games. Dieses Team hat sich jedoch entschieden, die Paragon-Assets nicht zu benutzen, weil sie ihr Spiel mit ihrer eigenen Identität erschaffen wollen. Seit einer Weile hört man jedoch gar nichts mehr von ihnen und es könnte sein, dass dieser Traum bereits gestorben ist. Direkt darauf folgten zwei neue Spiele von zwei anderen Teams, zuerst Core von Metabuff und danach Predecessor von Armada Studios. Beide Teams nutzen die Paragon Assets und arbeiten immer noch an ihrem Spiel. Core soll ein Mix aus Legacy und Monolith werden, während Predecessor ziemlich stark an Legacy orientiert ist. Du wirst alles Wichtige zu diesen und den folgenden Spielen in dieser Videoserie erfahren. Ich lade außerdem Updates zu allen Spielen hoch, wenn es Neuigkeiten gibt, also abonnier doch gerne diesen Kanal, wenn du nichts mehr zu allen Paragon-Nachfolgern und einem potenziellen Paragon 2 verpassen möchtest. Das geht ganz einfach und kostenlos, einfach auf den roten Button abonnieren drücken und die Glocke aktivieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Zurück zum Thema, das nächste Spiel, welches uns vorgestellt wurde, ist Ethereal Clash of Souls. Dies ist ein sehr einzigartiges Spiel, da das Team hinter ihm namens Undying Games sich auch entschieden hat, dieses Spiel fast von Grund auf selber zu schaffen. Dieses Spiel versucht eigentlich nicht direkt ein Paragon-Nachfolger zu sein, es bekam aber Aufmerksamkeit durch die Paragon-Community, da es auch ein Third-Person-MOBA mit Next-Gen-Grafik wird. Sehr speziell an diesem Spiel ist, dass es Lanes übereinander haben und einen 6 gegen 6 Modus kriegen soll. Mehr Details dazu in einem anderen Video.
Prime X bzw. Overprime ist das nächste Spiel auf der Liste. Dieses wird von einem koreanischen Team namens Team Sulif entwickelt und wird definitiv auch ein sehr spezielles. Von allen Paragon-Ablegern bisher scheint dieses die beste Grafik und die besten Animationen zu haben, jedoch haben sich die Entwickler dazu entschlossen, ihre Projekte zu teilen. So wird es wohl einmal ein traditionelles Paragon-MOBA Overprime und andererseits ein Prime-zentriertes Arena-Spiel Prime X. Sehr neu auf der Liste, aber auf jeden Fall schon ein Fan-Favorite, ist Ford von Strange Spider Studios. Das Team arbeitet bereits über einem Jahr an ihrem Versuch, ein Paragon-ähnliches Spiel zurückzubringen und ging damit erst vor 2 Monaten an die Öffentlichkeit. Abgesehen vom Interface sieht das Spiel schon echt prächtig aus, läuft sehr gut und machte vor allem auch richtig Laune, als bereits 10.000 Leute das Spiel während des Pre-Alpha-Holiday-Zugangs testen konnten. Dieses Spiel wird auf jeden Fall ein direkter Paragon-Ableger, die Map ist ein Mix aus Monolith und Legacy, tendiert aber mehr zum Monolith vom Aufbau her. Du kannst bereits viele Ford-Videos auf diesem Kanal finden, darunter Gameplays und filmisch bearbeitete sogenannte Gameplay-Edits. Auch zu Ford gibt es hier eine neue Videoserie, Ford WTF Moments. Wenn du Aelits Paragon WTF Moments gesehen hast, weißt du genau, was abgeht. Die lustigsten und epischsten Momente aus Ford werden dir da mit oftmaligem Meme-Bezug gezeigt. I got greedy, dude. I got greedy. That's what you fucking get. Ich hoffe, ich konnte dir mit diesem informativen Video Klarheit verschaffen. Wenn du genaueres zu den einzelnen Spielen erfahren willst, dann schau dir meine neuen Episoden dieser Serie an. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin raus, also so wie immer. Danke fürs Einschalten und hab doch einen wundervollen Tag.